Schon, na dann, auf ins Gefecht. Jetzt muss ich für das Kämpfen nochmal neu lernen. Das habe ich im letzten Stream ein bisschen, sich zwischenzeitlich ein bisschen verlernt. Eventuell. Keinen Schritt weiter, Weiser. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Aha. Was ist los? Jetzt sterbe ich dir in der Kampf. Das Kampf. Aha, Ausdauer. Geralts Ausdauer, die durch den gelben Balken dargestellt wird, sinkt jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen einsetzt. Wenn die Ausdauer zu niedrig ist, könnt ihr keine Zeichen wirken. Tipp, Ausdauer wird mit der Zeit wiederhergestellt. Nutzt Tränke wie Waldkauz, um die Regeneration der Blut zu beschleunigen. Okay. Also wir sollten mal aufpassen, dass wir hier... vielleicht mal einen Regenerationstrank benutzen. Jetzt werden wir hier angegriffen. Jetzt kriegen wir auch Schaden. Okay, das mit dem Kämpfen, das muss ich noch ein bisschen lernen. Okay, zwei sind es noch, die wir ausschalten müssen. Einer noch. Na komm. Komm, jetzt hier. Auf ihn mit Gebrüll. Wir nehmen hier ein bisschen Schaden, aber. So, wir bräuchten vielleicht einen Trank. Wie nehmen wir den nochmal? Trank, 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 Trank. Schwalbe. Waldkauz. Sollten wir mal nehmen. Regeneration. Ist keine Heilung. Na komm. Oha. Setzt Magie ein. Na komm. Oh weil. Wir kriegen ja schon jede Menge Schaden. Der Salamander also. So heißt du oder was? So bist du geheilt. Genannt werden. Ah, super Magie. Unsere Kraft, unser Symbol eingesetzt. Oh je. Das Kämpfen, das ist, da bin ich noch nicht so gut dran. Er nimmt sie nicht wirklich Schaden. Zu schnell. Na komm. Verdammt. Ich werde hier wieder fehlen. Ich werde tierisch fehlen. Na komm. Wenn der Boden liegt, dann könnte ich doch eigentlich zutreffen. Dann könnte ich auch da eigentlich treffen. Ehrlich, ich habe die Steuerung immer noch nicht verstanden. Ich auch nicht wirklich. Also wir müssen, wir können vielleicht... mit X können wir einen schnellen Angriff machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir die Steuerung jemals kapieren werden. Ich habe schon hellen Schaden hier. Na komm, Magie. Jetzt, wo er am Boden liegt, müsste ich doch zugreifen können. Müsste doch hier... Er nimmt auch gar keinen Schaden, während ich hier schon fast besiegt bin. Der schwere Kampf, eigentlich müsste der schwere Kampf jetzt hier der richtige sein. Na komm, jetzt hier. Zack, zack. Irgendwie muss den Boss doch besiegen können. Ja, jetzt hat er ein bisschen Schaden genommen. Aber was, wie, wo? Wenn ich den jetzt mit der Flamme angreife, muss den doch am Boden... verletzen können, oder? Oder was mache ich hier? Wie gesagt, während er hier kaum Schaden kriegt. Kriege ich jede Menge Schaden. Aha.
verstehe nicht recht. Na komm, ein bisschen Schaden haben wir ja schon gekriegt. Niemand legt sich mit den Salamandern. Niemand! Na komm. Gleich haben wir die Hälfte weg. Na komm, hier. Und los. Na komm. Was passiert hier? Übrigens, willkommen zurück, Modi. Hab ich noch gar nicht besucht, gegrüßt. Willkommen zurück. Was ist er mich verteidigen? Versuche ich doch. Ich gebe mein Bestes. Na, jetzt haben wir zumindest schon mal die Hälfte. So, na komm, jetzt hier. Irgendwas bringt das doch. Wenn er am Boden liegt, dann müssen wir ihn doch am effektivsten treffen. Okay, immerhin blutet er. Er kriegt ein bisschen Schaden, kriegt er. Irgendwas passiert hier. Na komm. Die Energie hier und jetzt müssen wir doch am Boden. Ich weiß nicht, warum wir ihn nicht angreifen können, während er am Boden liegt. Er ist nicht besonders schnell. Ich? Das stimmt. Euer letztes Stück. Na komm. Jetzt muss das Zeichen einsetzen hier. Na komm. Während er am Boden liegt, muss ich noch angreifen können. Warum geht das nicht? Gleich haben wir ihn niedergemetzelt. Jetzt verschwindet er wieder. Mal zu Boden mit dir. Na komm, er hat noch ein bisschen Energie. Ein kleines bisschen hat er noch. Den haben wir doch gleich. Da ist er wieder. Na komm. Blitze werden dir nicht helfen. Werde ich trotzdem besiegen. Okay, das hat ja jetzt gar nichts gebracht. Wo ist er denn? Da ist er. Niemand legt sich mit dem Salamander an. Niemand! Na komm, gleich haben wir dich. Und tot ist er. Seid ihr verletzt? Habt ihr euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Na klar. Zavola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Okay, aber besiegt Überreste. Kann man ein paar bisschen Beute mitnehmen. Saphir. Aber nur sagt damit. Brötchen. Yummy, yummy. Nierenfett. Orenz. Ist wohl ein bisschen Währung hier. Sag nicht, die müssen wir jetzt einzeln rüberziehen oder was? Wertsache. Okay. Verstehe ich nicht. Was mit dem Brötchen passiert? Ach, das ist das Brötchen. Wir nehmen mal das Geld an uns. Mit der linken Maus das Doppelklicken, um die Orients zu nehmen. Ja gut, das hätte mir mal jemand sagen müssen. So, und zurück jetzt, oder was? Was ist die nächste Mission? Den Typen haben wir jetzt besiegt. Vielleicht gehen wir weiter. Weiter hier voran. Gibt's ein Fass. Feuerstein. Aha, können wir bestimmt irgendwo für noch gebrauchen. So. Hier ist jemand.
Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Ach, die mit den flackernden Haaren. Wir bräuchten vielleicht mal einen Heilungstrank. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Inventar, wir haben ja einen Trank. Schwalbentrank. Okay. Heilung bringt das uns nicht wirklich. Was müssen wir machen, um Heilung zu bekommen? Brötchen essen. Aha. Und haben wir ein neues Symbol freigeschaltet. Spiel unterbrochen. Nee. Wir müssen da hoch, oder? Aber wie? Springen können wir jetzt hier nicht wirklich. Da müssen wir runter. Wahrscheinlich das. Wenn wir nicht hochkommen, dann gehen wir runter. Durch die Tür. Hier passiert was. Story-Sequenz. Geplündert wird. Der Professor. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Und da kommt der Witcher. Da kommt der Geralt. Der lässt den Damen nicht durchkommen. Oder? Professor, kümmert euch um diese Hexer. Ach, das ist der Professor. Und wer ist er? Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Werden wir ja sehen. Mal sehen. Leo, stopp! Leo! Nein! Aber gut, wir haben es gewusst, dass der drauf geht. Das habe ich schon im letzten Stream gesagt. Das ist also nur ein Märch. Der Leo wird sowas von drauf gehen. Das habe ich ja schon prophezeit. Tja. Jetzt gedacht. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch. Das haben sie Leo. Wahrscheinlich mitgenommen. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Das ist wahrscheinlich das, was sie mitgenommen haben. Leo ist tot. Diesen Absud. Oh. Und die Haare sehen wieder wunderschön, wunderhübsch aus. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Meditation. Links klickt auf das Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp, wählt jetzt die Dauer oder Meditation. Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittag, Morgengrauen, Mitternacht und dem Dämmerungssymbol anklickt. Oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Aha. Soweit so klar. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam, hat er gesagt. Wir haben hier nur eine Option. Ich ruhe mich ein bisschen aus und breite mich vor. Wir sehen uns später. Ja. Charakterentwicklung. Ihr habt Talente verdient, verwendet
diese um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributen, Zeichen und Kampfstilen. Ah, Skillbaum. Verstehe, ein Skillbaum. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, auf der Liste links aus, dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus den Fähigkeitenbaum rechts. Ja, Fähigkeitenbaum, sagte ich doch. Um eure Auswahl auszuführen, links klickt das Stundenglas, um sie zu löschen und neu auszuwählen. Links klickt auf Löschen. Ah, okay. Aha, da haben wir hier unseren Skillbaum. Mal Stärke. Achso, was ist jetzt Stärke? Dann machen wir Stärke, Stärke, Stärke. Achso. Bis zum Morgengrauen meditieren. Achso, was ist das Meditieren? Talente. Talente, Talente. Aha. Verstehe. Was tun wir jetzt hier? Stärke Stufe 1. Habe ich hier ein bisschen aufgelevelt. Schwips. Immunität gegen Schmerz. Schaden plus 25, Ausweichen minus 50, Parieren minus 50. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Sehr schön, können wir hier erweitern. Stärke Stufe 2. Schaden plus 5, Parieren plus 5, Vitalität plus 50, Blutenresistenz plus 5, Niederschlagresistenz plus 5. Ah, okay. Varamum. Das muss man. Können wir jetzt nicht mehr freischalten. Aha, okay. Da haben wir unsere Skills verschenkt. Ach, das war hier oben wahrscheinlich angezeigt. Das haben wir jetzt ausgegeben, unsere Punkte. So, dann wollen wir mal ein bisschen meditieren. Bis zur Dämmerung meditieren, bis zur Mitternacht meditieren, bis zum Morgengrauen meditieren, bis zum Mittag meditieren. Sagen wir mal, bis zum Morgengrauen. Let's go. Meditieren 17 Stunden. Achso, hier können wir einstellen, wie wir hier. Na komm, sagen wir mal. Ja, bis zum Morgengrauen finde ich gar nicht schlecht. 16 Stunden meditieren, das ist ein bisschen viel. Aber let's go. Muss meditieren 17 Stunden lang. Aha, okay. Starte die Meditation. Ah, verstehe. Jo. Om. Und da wird meditiert. Om nom nom. Oh, und ich bin wieder geheilt. Sehr gut. Ich habe meditiert. Stunden lang, das war eine lange Meditation. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Aha. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold! Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Ah, okay. Verstehe. Links klickt auf das Rollensymbol oder drückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Drückt auf Quests, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt den Questtrank für Triss. Dann links klickt auf Quest verfolgen, um die Mission zu der Karte zu verfolgen. Aha.
Auf J sagte er. Okay. Quests. Ein Trank für Triss. Verteidigung von Kermorten. Morhen haben wir schon geschafft. Ein Trank für Triss. Quest auf der Karte verfolgen. Aha, okay. Verfolgen beendet? Nee, nicht. Nicht beenden. Los geht's. Ach, da wird jetzt angezeigt, wo wir hin müssen. Der rote Fleck auf der Karte zeigt uns an. Sehr schön. Okay. Müssen wir hin. Jetzt ein paar Fässer, können wir sie zerstören? Leider nicht. Schade. Achso, hier vielleicht erstmal raus. Hier entlang. Da passiert schon wieder was. Hallo, Nutella. Stimmt etwas nicht? 1910. Ich habe keine Zeit, mich zu willkommen im Stream. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waschenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium-Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Der Genoss hat genossen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir das können keine Gefangenen brauchen. Auch schon wieder tschüss. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Danke für deine 2 Minuten, die du hier im Stream warst. Nicht mal. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos im Feuer. Ah. Wo war das Calcium Equum nochmal? Wo bekomme ich Alkohol her? Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Wir sehen uns später. Wo bekomme ich Alkohol her? Das Wichtigste zuerst. In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Das Wichtigste zuerst, ja. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Ganz genau. Aber ganz wichtig ist außerdem noch... Wo war das Calcium Equum nochmal? Im Abendsaal. In einer Truhe. Na dann. Wir sehen uns später. Kurztalk mit ihm. Grundlagen der Alchemie. Bereitet Tränke während der Meditation zu. Sammelt zunächst die erforderlichen Zutaten. Ja, aber wir haben hier noch eine andere Quest. Eintrag im Tagebuch. Zutaten Calcium Equum. Aber müssen wir nicht erstmal noch... Wir haben noch hier eine Quest. Quests. Ein Trank für Triss. Das müssen wir als erstes machen. Ein Trank für Triss. Vielleicht müssen wir den erstmal herstellen, aber gut. Wo geht's denn hin? Ich habe das doch auf der Karte markiert. Auf die Karte markieren. Treppe zur 2. Etage. Küche. Bankettsaal. Die Treppe zur 2. Etage scheinbar. Aha, ich verstehe das hier noch nicht ganz. Ich brauche da noch ein bisschen, um reinzukommen. Auf die Karte verfolgen. Ich muss jetzt Treppe 2. Etage. Ich muss umdrehen, das ist irgendwo anders. Tür zum Innenhof. Treppe zur 2. Etage, aha. Wird mir hier irgendwo angezeigt. Ach, hier vielleicht. Ja, hier einmal durch und dann ganz genau hier. Aha, ich habe Haar im Mund. Sorry. Ich treppe zur 2. Etage. Let's go. Oha, werden angegriffen. Warte, bis nun.
Schnellkampf. Legt euch mit mir an! Die X war's. So, der müsste jetzt hier. Na komm. Jetzt haben wir wieder ein paar Gegner hier. Na komm. Werden wir ja sehen. Na komm. Da kriegt man jetzt nicht wirklich Schaden mit. Das ist noch ein schwerer Kampf. So hier. Und zack. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Na komm. So, machen alle. Und weiter geht's. Mal schauen, wie oft wir hier noch aufgehalten werden. Das ist zweite Etage schon. Oberes Stockwerk. Okay, sind wir da. Ach, da zeigt sich gerade auch an, dass wir hier lang müssen. Der Kollege will so angegriffen werden. Na komm. So, mit der Maus wird hier gekämpft. So, Schwert wechseln. Und schwerer Kampf. So. Für die Kandidaten müssen wir schweren Kampf machen. Für die schnelleren, maskierten brauchen wir das andere Schwert. Da kommt wieder so ein Kollege. So ein Schnellsticher. 3 gegen 1, das ist doch hier. Weiter. Ende nach dem nächsten. So, jetzt hier. Mal ganz ruhig hier. So, schneller Kampf. Erledigen wir erstmal dich hier. Ich meine, von denen habe ich nicht wirklich eine Gefahr zu erwarten. Die greifen mich nicht wirklich an. Da kriege ich jetzt nicht wirklich Schaden von denen, aber lästig ist es trotzdem. So, mit Y muss, glaube ich, ja. Muss dann die hier angreifen. Mit einem schweren Schlag. Na komm. Es gibt auch einen Gruppenkampf, den man einsetzen kann, aber ja. Ganz gelassen hier. Die tun uns ja nichts. Hier nur ein bisschen. Legt euch mit mir an. Quest aktualisiert, ein Trank für Triss. Ihr habt alle Banditen getötet. Okay. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? Im falschen Raum. Wir müssen den roten Pfeil verfolgen. Nämlich ungefähr hier lang. Oder auch nicht. Ich habe eine Schwertübungspuppe. Ich habe eine Truhe. Können wir die öffnen? Eine Kiste. Ein Buch. Unbekannter Trank. Weiße Möwe-Trank. Ja, den weißen Möwe-Trank, den brauchen wir doch. Ist doch der Trank für Triss. Genau, das ist unsere Quest. Hier durch die Tür. Ne, weiße Möwe war das, der Alkohol, den wir trinken wollen. Schwalbetrank. Unbekannter Trank. Furchtbringer. Ein Buch über die... Ach, Bücher. Da kann man auch Bücher lesen. Na, sehr schön. So, wo ist die Quest, wo wir jetzt hin müssen? Der Pfeil zeigt nach Durz. Wir können ja schlecht durch den Kamin. Kommode. Tafelwasser. Sehr schön. Sind wir hier in Pokémon oder was?